Ich kann nicht sagen, ich will nicht wieder manuell fahren. Und die vier Waggons können wir da einstellen, wo sie hingehören. Einmal den Strang runterkullern. Ich finde es auch sehr schön, dass es unterschiedliche Höhen gibt. Ja, ich weiß, bei manchen Sachen erwartet man es, aber ich freue mich über solche Details. Zu kurz. Die Weiche kann ich stellen und die hier muss ich erst freimachen. Na. Die lasse ich jetzt einfach da in Ruhe hinrollen. Ich denke mal, das sollte ausreichend sein. Weil wenn die da, dahin rollen, wo sie hin sollen, kann ich die anderen schon mal abholen. Ach, guck an, das reicht doch vollkommen. Na komm. Handbremse an. Waggon steht. Und sogar 8 Dollar extra. Nice. Ich sehe das lockerer. Das finde ich schön. Ich möchte hier auch einen Kanal möglichst viel Entspannung haben. Selbst wenn wir am Donnerstag wieder Zombies schnetzeln gehen. Desto mehr Spaß und Entspannung wir haben, desto besser. Was wieder passt zum sehr viel, ein großes Spektrum an Spielen zu spielen. Ich habe nur gerade geguckt, wie ich die Waggons am besten hinstelle. Aber es ist einfach, es ist eigentlich easy. Ja, da merkt man, die Dinger sind voll. Da ist der Bremsweg länger. Zombie-Verkloppen ist aber auch eine Art Entspannung, einfach gewisse Leute vorstellen, die einen ärgern. Ja, genau das. Einfach vorstellen, die Leute, das sind die Leute und dann verkloppen. So, mal ganz kurz eine Prüfung der Weichen machen. Jo, das sollte eigentlich soweit passen.
Aber auch das hier ist Entspannung pur, finde ich. Weil viel tut man ja effektiv nicht. Außer halt vorwärts fahren, rückwärts fahren, weiche Stellen, Zeug hinstellen und so weiter und so fort. Es ist logischerweise auch ein sehr, sehr nischiges Spiel, weil es ist nichts für jeden. Aber auf der anderen Seite, ich mag's. Das reicht mir. Ich mag's. Oh, stimmt. Weil es wahrscheinlich noch zumindest im Twitch-Zeitplan drinsteht und eventuell sogar auf dem Post auf YouTube. Am Freitag werden wir nicht Railroader spielen um 20 Uhr, sondern da gibt es Star Wars Rollenspiel. Sollte ich noch dazu sagen. Wir haben es geschafft, die Februar-Termine auszupaldovern. Das heißt, die ersten beiden Freitage werden wir Star Wars spielen und danach werden es wieder zwei Freitage mit Railroader im Februar werden. Das ist auch sehr entspannt. So, die lassen wir jetzt mal da stehen. Hier können wir jetzt wieder vorwärts fahren. Dafür gibt es glücklicherweise dieses Gleis. Das ist der falsche Waggon. Ich wollte dem da folgen. Jeder soll das spielen, worauf er Lust hat, und darum gibt es ja zum Glück so viele Spiele. Genau. Ich wollte eigentlich den Dampf wegnehmen. Es ist genauso wie beim Essen. Jeder soll das essen, worauf er Lust hat. Und was er essen darf, natürlich, wenn er Allergien hat. Deshalb gibt es ja auch so viele verschiedene Geschmäcker. Ich fände es schrecklich, wenn wir nur einen Einheitsbrei hätten und jeder müsste diesen essen, ob er will oder nicht, ansonsten würde er verhungern. Genauso ist es in der Spielindustrie. Es wäre schrecklich, wenn es nur das eine Spiel gibt. Stell dir vor, wir würden alle Sims spielen und wir wären jetzt bei Sims 95 und es gäbe nichts anderes. EA wäre natürlich super begeistert davon, aber ich glaube die Spieler nicht. Ich hoffe es. Ich lasse die Lok jetzt einfach vorrollen, weil wir werden ohne Probleme bis da vorne kommen. So, die müssen wir noch setzen, die müssen wir noch umsetzen. Bremsen wir aber viel zu früh ab. Binden. Und Rückwärtsgang. Weil ich es gerne haben möchte, wir haben mittlerweile $17.300. Das heißt, uns fehlen immer noch
etwas mehr als $800 für die nächste Lok. Spätestens wenn wir die hertransportiert haben, müssten wir eigentlich das Geld dafür haben, glaube ich. Aber wir kriegen ja noch grob 300-400 $ von den Passagieren und den, sagen wir vielleicht $500 von den Passagieren und der Rest die Fracht, die an der MTN wieder rumhängen. Das sollte eigentlich auch gut sein. Und ich hätte natürlich vorher schon eine kleinere, eine Mogul, Ten wieder, was auch immer kaufen können, aber ich möchte, wenn dann schon in eine vernünftige Lok investieren und ehrlicherweise, ich habe in diesem Spiel noch keine Pacific besessen bis jetzt. Nächster Tag, dann fährt nichts weg. Genau. So sehe ich das auch. Und ich habe gerade gesehen, wir haben Geld bekommen. Das heißt, diese Lok ist da, wo sie hingehört. Sehr nice. Da müssen wir jetzt mal die Dings kippen, kappen. Übernehmen die Steuerung. Du hast noch ein bisschen Wasser drin. Ich könnte dich jetzt eigentlich auch erstmal direkt nachfüllen, wenn ich jetzt hier schon mal da bin. Wie sieht es eigentlich mit den Wagen aus? Die sind noch gut. Die bleiben noch da. Da steht keiner. Der hier darf nach Hause. Okay. Das Schöne ist, der Kohlenbunker sollte schon mal mit 50 Tonnen Kohlen vorbelegt sein. Das heißt, dadurch, dass wir hier die Brücke repariert haben, haben wir quasi 50 Tonnen Kohle gratis bekommen. Was ich sehr, sehr nice finde. Da kann man jetzt erstmal 1-2 Tonnen von in die Lok hier reinkippen. Vielleicht sollte ich auch weit genug vorfahren. Oh, zack. Ah, es sind keine 50 Tonnen, es sind nur 38 Tonnen, aber ich will trotzdem nicht meckern. Jetzt mal ganz kurz vor hier zum Wasser und zum Thema Drehscheibe. Hier haben wir eine. Habe ich im letzten Stream rausgefunden, wie man sie benutzt. Aber auch erst im letzten. Zack, Wasser links runter, Wassermarsch. Währenddessen kann man hier hinten schon mal hingehen und die Bremsleitung lösen. Die ganzen Sachen hier. Aus der Bremsleitung raus, also die Bremse rausnehmen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier drüben gucken. Der ist noch gefüllt, der bleibt. Der kommt dann später wieder mit. Okay. Und was ich natürlich noch machen sollte, wenn ich hier stehe,
Ich kann ja schon mal Passagiere einladen lassen. Jetzt holen wir uns dann die Wagen und verteilen sie. Ja, genau. Ins Fahrerhaus, da das nicht weit, richtig. Und so. Ich muss natürlich auch die Weichen richtig stellen. Ansonsten wird das nicht viel. Schön finde ich zum Beispiel auch das Detail des Stellwerkshauses hier. Schade ist nur, dass man da effektiv nichts mitmachen kann. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Ich meine, ansonsten hat man ja schon gesehen, dass dieses Spiel noch ein, zwei Platzhaltergebäude hat. Und so, selbst wenn die Firma jetzt pleite gehen sollte und das Spiel schlagartig aufhört, in der Entwicklung zu sein, ich finde, das, was ich bis jetzt an Geld dafür gezahlt habe, für den Spaß, den ich bis jetzt mit dem Spiel hatte, der ist schon ausreichend. Und ausreichend ist ein schönes Wort, was ich heute wohl öfters sagen werde. Oder gesagt habe. Ich meine, an und für sich erinnert mich das Ganze so ein bisschen was an die Modelleisenbahnanlage meines Bruders, der früher eine hatte. Von daher, jo. Auch damit hatte ich Spaß. Ich weiß nicht, wie viel Geld mein Bruder damals mit reingesteckt hat. Er hat auf jeden Fall irgendwann mal aufgehört, das Hobby zu betreiben. Wahrscheinlich, weil ich ständig ihn dazwischen gefunkt habe, weil ich ständig mit der Eisenbahn spielen wollte. Aber ja. Dann habe ich den Computer entdeckt und dann war es sowieso aus. Dann war die Eisenbahn total egal für mich. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Du kommst da hinten irgendwo hin. Der kommt hier hin, der kommt da drüben hin. Macht es wahrscheinlich Sinn, wenn wir erstmal den Waggon hier einsortieren. Dann sortieren wir den einen Waggon nämlich hier ein. Den anderen können wir hier irgendwo stehen lassen und dann können wir die restlichen da drüben reinwerfen. Da, wo sie hingehören. Ja, das ist Modelleisenbahn digital. Genau. Genauso wie meine Eltern, als sie das erste Mal mich Minecraft spielen sehen haben, gedacht haben, ja gut, lass den Jungen mit seinen digitalen Lego spielen. Ja, damals gab es nur Lego und dementsprechend hieß das Ding auch nur Lego. Das war jetzt blöd. Die Weiche kann da schon ruhig so stehen bleiben. Und für meine Eltern ist halt Klemmbaustein, sind halt Lego. Sagt das aber nicht Lego, die wehren sich dagegen, dass sie als Synonym für sämtliche Klemmbausteine genannt werden, weil dann verlieren sie ihr Markenrecht.